So, und damit wünsche ich einen wunderschönen Donnerstagabend, meine Damen und Herren. Wir befinden uns live in Forza Horizon 5, werden heute die Festplays durchspielen. Das Ganze eine Stunde früher als sonst. Nein, ich habe nicht vergessen, meine Uhr umzustellen. Das kann ich an der Stelle direkt mal sagen. Das ist nicht passiert. Es gibt Veränderungen. Ich weiß, alle schreien, alle in Panik. Der Bundesrat trifft eine Notfallskrise. Nein, also wirklich. Es ist an sich gar nichts allzu krasses. Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, die feste Playstreams mal eine Stunde vor zu verlegen, zumindest mal über den Winter hinweg, auf 17 Uhr eben statt 18 Uhr. Aus dem einfachen Grund, die 18 Uhr als Uhrzeit für die feste Playlist ist eigentlich eher daraus entstanden damals, dass ich da ja noch an dem gleichen Donnerstag einiges an Stress mit der Uni hatte, beziehungsweise was Stress mit der Uni hatte, halt in der Uni war, und ich halt erst relativ spät wieder nach Hause gekommen bin. Deswegen war 18 Uhr das so das früheste, wo ich die Streams hätte beginnen können. Und das Ganze hat sich halt irgendwie so etabliert, was allerdings jetzt mittlerweile so ein bisschen zu Folge hatte, dass der Donnerstag für mich dann doch irgendwo nach dem Stream so relativ unbrauchbar war. Und dadurch, dass ich ja mittlerweile den Content für nächste Woche ja ab Donnerstag quasi aufnehme, dachte ich mir, okay, komm, ich habe die Zeit mittlerweile, ich kann es über 17 Uhr vorverlegen und werde danach ein bisschen mehr Zeit haben, um Aufnahmen zu machen. Die ein oder andere Vorsorgefolge beispielsweise schon, dass sich mein Freitag einfach ein bisschen entzerrt, weil mein Freitag jetzt halt relativ voll war, dadurch, dass ich halt am Donnerstag wenig machen konnte. Deswegen, wie gesagt, feste Playstreams eine Stunde früher ab jetzt. Wie gesagt, zumindest mal den Winter über, solange ich es halt noch kann. Ich weiß nicht, wie es im nächsten Semester in der Uni aussieht, ob ich da noch die Zeit dafür habe. Aber jetzt eben erstmal zumindest diese Zeit eine Stunde vorverlegt. Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis sich das etabliert hat, aber krieg ich mal schön. So, jetzt natürlich erstmal einen wunderschönen guten Abend, dich auch verehrt, eine Sessionwoche. Bis heute, ich kann es im Zweifel noch ein wenig schöner machen. Moin, Lazaro, Jordan, Memphis, Snoopy, Gonzo, Raik M und Wanderrad und natürlich auch ein Nightboard. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr alle einen schönen Tag bisher hattet. Und Larasso, vielen Dank für deinen Sub mit Prime in den ersten Monat. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ja, die letzte Festival-Playlist der Serie 14, der 50. Festival-Playlist-Stream, by the way, der stattfindet hier. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob vielleicht Player Games heute vielleicht die ein oder andere Überraschung noch bereithält. Die Festival-Playlist wird sich auch um Horizon 4 so ein bisschen drehen, um diesen Titel zu feiern. Horizon 4 ist ja der Titel, mit dem ich so ein bisschen was an Zeit verbracht habe. Weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Aber so ein, zwei Spielstunden habe ich da drin in dem Titel. Ich bin mir sehr gespannt, ob wir da einige Sachen, eventuell einige Anspielungen wieder haben oder nicht. Wir werden auf jeden Fall den ersten Mad World 77 gewinnen. Der ist zurückgekehrt aus Forza Horizon 4 und jetzt quasi neu in Anführungszeichen in Horizon 5. Dann haben wir den PLP50, der wieder zurückkehrt. Ich glaube, das dritte Mal, dass man den bekommen kann. Wir haben im Forza Town den McLaren Senate, den wir ausfahren werden. Diesmal dürfen wir es auch. Ich habe schon gesehen, wie ich das Thumbnail für den Stream gemacht habe, dass Kapitel 1 gewertet wurde. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das funktioniert. Im Forsaton Shop haben wir den Senna, den Speedtail, den Archer Anderson Trophy Duck und Horizon Mexico Theme. Warte mal. Hatten wir das nicht vor ein paar Wochen schon mal irgendwo? Warum habe ich das denn nicht? Moin, Olli. Also ich verstehe, keine Ahnung, ich. Woher soll das kommen, bitte? Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Na gut. So, Horizon UK T-Shirt. Nehmen wir natürlich auch ganz gerne mit. Dann, was haben wir noch? Wir haben eine Prüfung, selbstverständlich, wo wir einen P1 gewinnen werden. Wir müssen den Land Rover Velar fahren. Der ist in Horizon 4 damals neu reingekommen über ein Update. Wir haben ein Event der Herausforderung. Wir haben einmal Minispiel, wo wir selbigen Velar, den wir brauchen, auch gewinnen werden. Dann haben wir drei PR-Stunts, zwei Meisterschaften. Unter anderem werden wir den ersten Martin DBS Super Legenda gewinnen. Das ist gar nicht mal so schlecht tatsächlich.
Mit dem werde ich nächste Woche eine Folge aufnehmen. Oder diese Woche eine Folge für nächste Woche aufnehmen, habe ich mir beschlossen. Deswegen, das ist irgendwie ganz passend. Die Schatzsuche haben wir dieses Mal auch wieder zur Abwechslung mal. Wir haben eine Foto-Herausforderung, wir haben Horizon Open, wir haben Eliminator auch noch und wir haben eine Kaputtmacht-Challenge. Ach du Scheiße, das ist ja Full House heute. Na gut. Ja, dein Sub ist durchgegangen. Danke dafür nochmal. Vielen lieben Dank. Ja, wir beginnen natürlich mit dem wöchentlichen Forsatorn. Willkommen in UK. Kapitel 1: Neue Anfänge. Ayrton Senna war einer der größten McLaren-Fahrer aller Zeiten. Besitze und fahre den 2018er McLaren Senna, um seine Leistung zu würdigen. Warte mal. Moment. Ja, 1,76. Naja, ob das jetzt einer der größten aller Zeiten ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Na gut. Kapitel 2, keine Grenzen. Setze den 4,0 Liter Twin Turbo V8 des Senna für etwas Gutes ein und verdiene 5 ultimative Geschwindigkeitsfähigkeiten. Das kriegen wir hin. Hoppala. Kapitel 3, Horizon Geschichte. Verdiene 12 Sterne bei PR-Stunts im McLaren Senna, um 10 Jahre Forza Horizon zu feiern. Und Kapitel 4, das große Rennen. Gewinne ein Straßenrennen im McLaren Senna, einem der leichtesten und fahrerorientiertesten Autos, die McLaren je gebaut hat. Ja, gut, das kriegen wir alles mit einem Stock Center hin, glaube ich. Dann heißt rauf auf die Autobahn. Ich bin in Horizon 5 in Senna, glaube ich, noch gar nicht ausgefahren. Auch das wird natürlich nächste Woche passieren. Keine Frage. Nur, wie gesagt, jetzt gerade wüsste ich zumindest nicht, wann ich immer ausgefahren sein soll. Ich habe auch nur eine in der Garage tatsächlich. Also im Spiel. In der Realität habe ich natürlich drei. Aber hier im Spiel ist es nur einer. Was meine These bestätigt, dass ich ihn noch nicht gefahren bin bisher. Moin, Asü. Du bist früh dran. Warte mal. Also so oder so. Arcade hatten wir, glaube ich, nicht, oder? Nee. Aber die nächste Horizon Arcade-Veranstaltung beginnt. So, Ultimativ war 3,22. Ja, das kann einfach Vollgas geben, der sehr nachpackt hat. Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Oder wie geht's euch allgemein? Was habt ihr so getan an diesem schönen Donnerstag? Ja gut, was heißt, es geht gut. Also, ich sag mal, ich stream, deswegen soweit geht's mir gut. Heute früh war kritisch. Muss ich sagen. Heute früh war einmal alles. Kopfschmerzen, Schnupfen, Übelkeit, also da war, ja, hatte ich Spaß bei, aber hat sich halt, also es hat sich alles in Grenzen gehalten an sich. In der Kombination war es halt kacke. So, 12 Sterne bei PR-Stunts. Da würde ich sagen, ist doch das, was sich am besten anbietet, Blitzerzonen. Die kriegt der Senna, denke ich mal, ganz gut hin. 177, ja, schaffen wir. Oh, Niklas. Bin ich überhaupt? Ja, ich bin auf der richtigen Szene. Dachte ich gerade kurz, ich wäre auf der falschen Szene in OBS drin und wäre in der Bildschirmaufnahme, aber nee. Kann ja gar nicht sein, ich habe es ja über Stream Deck gemacht. Den Szenenwechsel. Da kann ich ja gar nicht in der falschen Szene sein. Och man. Manchmal bin ich halt ein Experte. Manchmal aber auch nicht. Horizon 4, bestes Spiel ever. Der beste Horizon-Teil auf jeden Fall, ja. Das ist wohl so. Guck mal, warte mal, haben wir direkt einen Stern vom Blitzer hier mitgenommen, glaube ich. Auch gut. Komm. Jawohl, ja. Perfekt. Das sind dann 6 schon mal insgesamt. Also knapp die Hälfte haben wir. Ja, du, die schafft er auch, denke ich mal. Ich mag das Intro diese Woche so sehr. Jetzt da der Spielstand immer etwas länger. Einfach mal genießen. Ja, das Horizon 4 Intro ist halt auch sicker. Ich fand alle Intros cool tatsächlich. Ich finde immer noch, das Horizon 3 Intro haben sie mit Abstand am besten getroffen. Also das ist schon sehr, sehr gut gewesen auf jeden Fall.
Das Horizon 4 Intro, ja gut, sie haben halt selber gemerkt, Winter und Schnee haben sie nicht so wirklich in Horizon 5, deswegen mussten sie da auf den Vulkan zurückgreifen. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall schick gemacht. Definitiv. Yay. F1 Manager folgt und streams am liebsten, gefolgt von F1 22 und die Forza Horizon Serie. Ja, dankeschön auf jeden Fall. Danke, danke. Ja, die Frage ist, wann es mit F1 Manager Streams weitergehen wird. Ich sag mal, diesen Monat ist das Ganze zeitlich wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Wie gesagt, ich habe diesen Monat, ich habe 4 Projekte neue, die anstehen. 3 davon auf Twitch, 1 auf YouTube. Parallel dazu arbeite ich noch an 2 großen Projekten. Also, deswegen zeitlich eng diesen Monat mit F1 Manager Streams. Wie steht's mit Spoilern zum Monthly Stream? Also ich sehe, dass sie halt jetzt gerade die neue Story zeigen, deswegen gucke ich da gerade nicht hin. Also das tatsächlich bitte nicht spoilern. Neue Fahrzeuge, wenn da was angekündigt wurde oder sonst neuer Content, was halt jetzt nicht irgendwie irgendwas vorne wegnimmt, außer halt eben den Content selber, dann könnte es sehr, sehr gerne reinschreiben, weil das übersehe ich wahrscheinlich auch einfach. Ich kann nicht die ganze Zeit aufs Handy gucken, funktioniert ja nicht. Ich bin zwar multitaskingfähig, aber ich kann jetzt auch nicht blind fahren. Das haben wir zuletzt mit Lena in F21-21 gemacht, das ist ein bisschen schief gegangen. Aber witzig war's. Könnte man aber wieder eine Folge machen in F1-22. Return of the Blind Lab. Muss ich Lena mal drauf ansprechen. Wäre vielleicht ganz interessant, so ein Straßenrennen. Meinen die Straßenrennen oder Straßenszenenrennen? Ich frag mal im Vorfeld. Wir hatten das schon mal. Ein paar Mal. Moin Chris, grüß dich, wie geht's dir? Straße normal, super, danke. Das ist eine Tafel, ja komm. Bevor alle wieder getriggert sind, dass ich die Tafel nicht mitgenommen habe. Nee, doch nicht. Kannst du nicht die Spieler in der Prüfung können, das doch auch. Ja, das ist wohl richtig. Na gut, ob die das können? Naja. Sei jetzt mal dahingestellt. Wohl 3 Tage frei zu haben und aufgeregt wegen morgen. Aufgeregt wegen morgen? Also ich weiß, was bei dir gerade abgeht, aber warum morgen speziell? Geht da nicht die ganze Woche oder so? Aber ja, mir geht's soweit ganz gut. Ah, neue Tattoos. Nice. Also ich dachte, das ist das andere, weswegen du aufgeregt bist. Die 7 geht mir im Winter vorbei, ich hab frei. Ja, gut. Immerhin. Ja, Memphis, aber die Aussage war ja, sie können das. Und ich würde mal frech behaupten, das können die nicht. Also die können nicht mal mit offenen Augen fahren. Ich gar nicht wissen, wie die da... Ja, geht noch. Blind machen wollen. Den krieg ich doch niemals, oder? Das sind noch 7 Sekunden oder was, die da vor mir ist. Wie soll ich denn das noch aufholen? Das funktioniert doch nicht. Das wird natürlich halt genau jetzt wieder eines dieser Rennen erwischen, wo einfach einer der Tare vorne wegfährt. Was ist denn das da eigentlich?
Kommen Sie mal ran hier. Ist das ein Chiron? Sehe ich das richtig? Ne, dafür geht der Zug um die Kurve. Oh Gott. Ja, warte mal, probieren wir nochmal. Vielleicht kann ich noch die letzten Meter noch kriegen, wenn ich die letzten Kurven jetzt gut erwische. Keine Ahnung. Ach doch, da ist doch ein Bugatti. Oder? Könnte sein zumindest. Komm mal her hier. Ja, ja, safe. Ein Chiron. Erklär doch, warum der am Start so gut vorne weggekommen ist. Der ist wahrscheinlich auf der Pole gestartet. Och Mann. Och Mann. Ach, war da aber echt gut in den Kurven. Oder war da ein Divo vielleicht? Das würde es ein bisschen mehr erklären. Es war ein Aventador. Never mind. Ah, ein blauer Aventador. Ja gut, deswegen. Das erklärt die Verwechslung. So. Ja, müssen wir halt nochmal probieren an der Stelle. Das ist so ein Senna-Rennen. Hätte schon gerne einen Sprint, muss ich sagen. Oh ja, der hier. Ja, die Midnight Battles mache ich irgendwann. Irgendwann kriegen wir das hin. Eins davon habe ich ja sogar schon mal gemacht. Die anderen halt noch nicht bisher. So. Ich kann im Übrigen eine Sache froher Kunde verkunden. Das hat technisch gesehen hat das Sinn ergeben, ist krank, sehr komisch. Es wird ein Jahresbestlauf geben. Tatsächlich, ich habe mich jetzt heute doch mal reingesetzt gehabt. Ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob ich eins mache oder nicht. Weil ich dieses Jahr, wie gesagt, nicht wirklich die Zeit hatte, mir Clips rauszusuchen. Und es gab aber... Ich weiß nicht wer, aber es gibt irgendjemanden in dieser Community, der zumindest mal durch alle Forza Horizon 5 Multiplayer-Folgen durchgegangen ist. Also durch alle, die dieses Jahr erschienen sind. Und da mal so die seiner Meinung oder ihrer Meinung nach besten Momente ins Best-of-Formular eingereicht hat. Was es mir dann halt sehr, sehr viel einfacher macht, weil das sind einige Clips. Das sind sehr, sehr viele Clips, die ich dabei dann rausziehen konnte. In Kombination eben mit den Twitch-Clips und ich werde dann selber auch noch ein bisschen durch ein paar Videos durchgehen, durch F1 beispielsweise, mir damals so ein paar Sachen angucken, durch die MyTeam-Karriere etc. Weswegen ich sehr, sehr positiv bin, dass wir dieses Jahr wieder ein Best-of haben werden, wo ich, ja, mindestens genauso zufrieden mit sein kann, wie mit dem 2021er. Weil viel Spaß zu schneiden machen die mir ja auf jeden Fall. Es dauert halt nur scheiße lange, aber... Na, Spaß macht mal Spaß. Hat sich der AMG auch gedacht. Kann ja sein, dass ich das wieder nicht gewinne, weil der Porsche zu weit vorne ist. Nee, der kriegt die Kurve nicht so wirklich. Easy. Keine Zweifel gehabt. Ja, ich sag mal, allein durch die Twitch-Clips, die ich ja immer wieder mal rausgesucht habe, habe ich ja allein da schon mal 25 bis 30 Minuten Material. Und das sind noch nicht mal ansatzweise alle, das sind... ich glaube, bis Juli, August oder so bin ich da gerade mal durchgegangen, die ich aktuell auf der Platte habe.
Da wie gesagt noch die Horizon Multiplayer Folgen, wo ich einiges rauskriege, wo viele geile Momente mit dabei gewesen sind, also da werde ich schon was Gutes draus zaubern können, hoffe ich mal. So, Land Rover will da. Bin ich noch nie gefahren? Glaube ich. Deswegen müssen wir Stock einen haben, soweit ich weiß. Und zwischendurch einen Schluck Wasser trinken. Prost. Wunderschön. Naja. Sagen wir so halb. So halb getroffen. Der unglaubliche Hulk. Das ist der Halbbruder vom Hulk. Immerhin Alonso fand ihn gut. Es tut mir leid, ich bin lange wach heute. Muss man jetzt bei der Prüfung immer alles Stock fahren? Das kommt halt darauf an, wie es Priangus freigibt. Also in der Serie ja. Ob das in der nächsten auch so sein wird? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Oh oh. Das müssen wir da abwarten. So. 3 Sekunden noch. Ich bin ehrlicherweise ganz froh. Wo ist das XP-Schild? Da vorne? Na. Schaffe ich in der Zeit nicht. Ich bin ganz froh, dass ich heute mal mich dazu entschlossen habe. Oder was heißt heute mal? Dass ich mich jetzt allgemein dazu entschlossen habe, donnerstags mal was Sport angeht, zumindest Pause zu machen, weil ansonsten wäre halt echt heavy geworden teilweise. Mein Bonk ist wieder triggert. Schade. Das ist ja bitter. Moin Lukas. Und moin Bayerische Motorenwerke. Ich sag mal, das Einzige, was ich eventuell an meinem Plan, den ich mir jetzt gemacht habe, nicht so ganz durchdacht habe, ist, dass ich aktuell Sonntag und Montag jogge und Dienstag in die Uni muss. Das habe ich eventuell nur so halb durchdacht, aber wir gucken mal, wie das läuft. Irgendwie wird das schon. Ah, der Straßenreifen! Oh, das wird lustig. Haben wir da noch Straßenrennen oder fahren wir... Fahren wir Offroad? Ich denke mal, wir werden Offroad fahren, oder? Ja. Okay, cool. Also ich kann das. Ich habe schon LKWs mit Slicks ins Gelände geworfen. Für mich ist das kein Problem. Bin mir nur bei den anderen nicht sicher. Ob die das genauso sehen wie ich. Ich rufe schon mal Bernd an. Ich glaube, der wird heute wieder benötigt werden. Aber bei. Die haben alle ein hohes Level. Könnte ein gutes Zeichen sein. Muss aber nicht. Heißt gar nichts, ja. Chris hat ja auch ein hohes Level. Da hast du schon recht. Ja, das war mir vollkommen klar. Ich hab nur drauf gewartet. Wo ich den? Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich von Dienstag den Sim-Schaden ausgestellt habe. Hätte gut sein können, dass ich das vergessen habe, aber nee. Habe ich nicht. Ich bin ein Profi in allem, was ich tue.
Heute ist wieder alle auf Fristag oder was? Boah, also wenn du mir so eine Steilvorlage lieferst, ja, das kann ich ja nicht anders. Also bitte. Den nicht zu verwandeln. Also, sind wir beim HSV oder was? Dann überhaupt nicht auch schon wieder. Da musst du halt gut kontern. Jetzt wird's persönlich nichts gegen den HSV. Warum nicht? Ich sag's immer noch, ich werde irgendwann mal den FIFA-Stream machen. Und werde ein Bingo für mich persönlich führen, wie viele Fußballgemeinschaften ich gleichzeitig triggern kann. In diesem Stream. Das mache ich irgendwann. Ich werde es nicht mit FIFA 23 machen, ich werde es wahrscheinlich dann mit FIFA 24 machen. Oder wie auch immer das dann heißen wird. Dann kriege ich einen anderen Namen. Aber ich sage, ich schaffe alle. Also ich werde auf dieser 5x5 Karte werde ich 12 Bingos haben. 100%. Andi muss auf den HSV gehen, ist auf seinem Niveau. Der HSV führt die Tabelle an? Okay, das wusste ich auch noch nicht. Also muss ja, wenn der HSV auf meinem Niveau ist. Also kann er nur ganz oben stehen. Eigentlich für Bayern, dann ergibt die Aussage von Chris ja keinen Sinn. Ich hätte eigentlich richtig gesehen, dass wir gerade richtig gut gewonnen haben sogar. Bin überrascht. Jetzt kommen wir die Fußball-Noobs. Ich bin absoluter Fußball-Profi, Chris. Ich kann alles. Ich kann 100 pro alles erklären, was mit Fußball zu tun hat. Handspiel, Abseits, rechts vor links. Ich bin am Start. Ja, mit zwei BVB-Verteidiger, der eine und der andere. Der eine steht links, der andere rechts. Da ist nur einer hinter mir gewesen und der schiebt mich natürlich rein. Das geht doch so schief. Ja, Kollege, da ist noch einer neben mir. Du kannst nicht lenken, wenn ich da bin. Sportarten schaust du denn gerne? Formel 1. Für den Rest habe ich aktuell keine Zeit. Ich habe aber schon den Plan, dass in der Winterpause in der Formel 1 dieses Jahr werde ich auf jeden Fall noch was anderes gucken. 100%. Jo, hau rein. Der Plan stand letztes Jahr eigentlich schon, mal eine Sportart zu gucken, mit der ich mich absolut null auskenne. Und das dann einfach mal durchzuziehen, den Winter über. Ich bin sehr gespannt, worauf das hinauslaufen wird. Ich habe mir da noch keine Gedanken zu gemacht, aber... Wird super.
Nächstes Jahr würde ich auch gerne ein paar mehr Motorsport-Serien verfolgen. So DTM beispielsweise würde ich auch gerne zumindest auf dem Nürburgring auch live gehen. Tatsächlich. Gut, was halt geil zu schauen wäre, wäre Imsa, aber das sind halt US-Zeiten, also das, da brauchst du gar nicht gucken hier in Deutschland eigentlich. Wobei mit meinem Schlafrhythmus könnte funktionieren. Ja, und WEC wäre halt auch nice, aber muss man halt auch gucken, wo dann alles läuft überhaupt. Guck mal, ob ich dafür die finanziellen Mittel hätte, mir das alles einzugucken. DTM läuft ja, glaube ich, sogar for free, wenn mich alles täuscht. Und daran. Am Samstag auf dem Pete's Meet, TS-Konferenz mit Jay und Co. gucken, immer lustig. Ich glaube, da bin ich schneller wieder rausgeworfen, als ich reingebucht werde. Eurosport meine ich dafür 100 Euro im Jahr bei der WC selber. Ach ja. Noch eine Runde. Ja Mensch, das Ding ist so langsam. Ich dachte, wir hätten schon 3. Eieiei. Komm, Team, da vorne holen wir noch weg. Warte mal, sehe ich denn da? Okay, ihr wollt mich jetzt langsam echt verarschen, kann das sein? Da habe ich mich ein Schnitzel gefreut, dass sie für den Link und Co. das Bodykit aus dem Motorsport reingebracht haben. Nur damit sie jetzt den Rennwagen selbst auch noch reinbringen. Wollt ihr mich verarschen? Hättet ihr euch das Bodykit auch schenken können? Ehrlich. What the fuck? Oh, da kannst du echt keinem mehr erzählen mittlerweile. Das kannst du echt keinem mehr erzählen. Selbst bei den Sachen, die sie im ersten Moment vernünftig machen, kriegen sie es hin, dass du dir einen Monat später einen Kopf packst. Na gut, hey, ist ein neues Auto. Nehme ich mit. Also auch ein neues Auto. Immerhin. So, wir haben jetzt tatsächlich die Rennen alle relativ easy gewonnen. Was? Nehmen wir mit. Das ging deutlich einfacher als gedacht. Aber ich habe ja auch von Anfang an mein Team geglaubt. Deswegen, das ging gar nicht anders. So, was kriegen wir? Ah, der 177. Warte mal. Ich wollte gerade zu O gehen wegen 177. Auch gut. Es ist halt schon irgendwo ein Statement, dass bei so einer historischen Marke wie Aston Martin der 2010er 177 das zweitälteste Fahrzeug im Spiel ist. Ach man.
Na gut, wir kriegst du. Not bad. Not bad. Freue ich mich drauf. Werde ich die Folge mit ihm gleich aufnehmen, nach dem Stream natürlich. Hat schon wieder an den Bibi geschrieben. Moin, Janik. Dynafire Speedway Hot Wheels. Dynafire Speedway Hot Wheels Mainland Mexico Circuit. Tipps. Don't try to avoid Dynawall. Try to slam gently into it. And on the last jump, center on ramp and line up with Neon Prong. Also try Dynafire Extra for the complete Skypark Share Code. Warte, was? Versuch nicht die Dino-Wand. Versuch der Dino-Wand nicht auszuweichen. Das, was danach steht, ergibt in sich keinen Sinn. Das ist ein Widerspruch in sich. Slam gently. Also gefühlvoll reinrammen. Ja. Das ist ein irgendwie. Entweder ich fahre da Vorschmackes rein oder ich bremse ein bisschen an. Beides funktioniert nicht. Nimm was mit Kurvenlage, ich hab was, kein Problem. So. Der hat einen Flügel. Der hat Kurvenlage. Wie mit der Freundin halt? Was? Wie sieht der Spaß hier aus? Ja. Okay, aber guck mal, das ist halt genau das, was ich meinte, was meine Hoffnung mit der Hot Wheels Expansion ist. Dass halt solche Strecken dann dabei entstehen. Ah ja, Chris, den Kommentar kannst du gerne mal löschen. Oder Timeout, auch gut. Das sind halt genau diese Hot Wheels Maps, die ich irgendwo erwartet habe. Das ist mega nice, tatsächlich. Der Mercedes geht hier ganz geschmeidig rum. Ich verstehe ein Problem nicht. Eine Wand mitnehmen, kein Problem. Vielleicht wird dann auch so eine Map hier die Leute mal ermutigen, mehr davon zu machen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, bisher gibt es davon halt tatsächlich sehr, sehr wenige. Oh Gott. Ah, die Dinger gehen nicht kaputt. Okay. Hätten wir das auch? Rechts rum, rechts rum. Dankeschön. Ich glaube, das war sogar sehr gut, den zu nehmen. Drehmoment hilft auf der Map.
links rum. Super. Ja, die ist aber auch lang. Weiter links rum, dankeschön. Wie wir es an der Eska gelehrt haben, Wallriden kann ja auch manchmal helfen. Ja, das ist richtig. Oh scheiße, schaffe ich das? Ja, geht. Easy, kein Problem. Nie gezweifelt. Ja, da vorne ins Ziel. Gute Strecke. Auf jeden Fall. Sehr coole Strecke, finde ich. Wie gesagt, das sind genau die Sachen, die ich in die ich Hoffnung hatte. Mit der Expansion. Sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Kann man nichts anderes sagen. So. Was haben wir dann? Minispiele, Offroad, B-Klasse, habe ich bestimmt irgendwas. Darf ich den LKW fahren? Ich glaube, mit dem habe ich sogar einen Nachteil. Könnte ich mir gut vorstellen. So. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, dann sind das 4 Fahrzeuge, die in Serie 14 reinkommen werden. Dann sind das der Link und Co., der Rennwagen, der Morris Minor Traveler, der Ford Woody und der andere Morris. Noch ein anderer Morris, der bei Horizon in Horizon 4 schon hatten. Also wieder mal 3 Autos, die wir schon in Horizon 4 hatten, ey. Und dann halt jetzt auch meiner Meinung nach Fahrzeuge, die jetzt nicht so unbedingt Highlights aus Horizon 4 sind. Also keine Ahnung, das sind halt so weiß ich nicht, also habe ich jetzt nicht einmal bisher gedacht, die vermisse ich. Also da gibt es sehr, sehr viele andere Autos, wo ich mir denke, die hätten South Horizon 4 viel lieber zurückbringen sollen. Was sie mit dem Morris wollen, sollen sie lieber den Morgan Aero reinholen, ja. Zum Beispiel. Sind wir ja erst letzte Woche ausgefahren, als wir die Horizon 4 Players mal gestreamt haben. Das ist ein, also der hat mega Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und ja, dass dann halt der Link, der jetzt reinkommt, der halt das einzig neue Fahrzeug ist, halt die Rennversion ist von dem Wagen, den wir vor 2 Monaten ins Spiel bekommen haben, der sogar das Racing Body Kit hat. Weiß ich nicht, ob ich da so ein Freund davon bin. Eigentlich nicht, muss ich sagen. Aber hey, wir werden die Fahrzeuge ausfahren. Vielleicht ändere ich meine Meinung dann. Ich, vielen Dank für deinen Resub in den 9. Monat. Dankeschön, vielen, vielen Dank und moin. Ja, da rollen sie schon mal alle weg. Ja, Olli, das Ding ist halt, dass diese Updates halt auch leider nicht viel zu meiner Motivation persönlich beitragen, muss ich halt leider sagen. Das ist halt wirklich so. Wir haben jetzt ja auch, ich habe das Ganze am
Wann war das? Gestern war das, glaube ich. Wir hatten... Ich hatte es ja gestern schon mal angesprochen. Wir haben am Dienstag beschlossen, dass wir auch die Multiplayer-Folgen sehr zurückfahren werden. Im Sinne von, wir werden die Samstagsfolge halt noch weitermachen, die Sonntagsfolge... Naja. Wenn wir Bock haben. Ich bin nur ehren wollte, aber ist okay. Also die Sonntagsfolge wirklich nur, wenn wir richtig Bock drauf haben. Und halt auch gut im Vorfeld produziert haben, weil, ne, es ist halt einfach bei uns allen mittlerweile so, wir sehen ja, es sind auch zu den Aufnahmen nicht mehr so viele Leute da. Die Motivation allgemein an dem Spiel geht halt leider doch gut zurück, muss man sagen. Und das wirkt sich halt bisher nur auf den Multiplayer aus. Mittlerweile auch ein bisschen auf den Singleplayer, weil der neue Content halt trotzdem irgendwo fehlt, muss ich leider sagen. Das ist halt sehr schade, auf jeden Fall, sehr, sehr schade. Ich muss es aber immer wieder sagen, so frech und respektlos wie der Chat im Forza-Stream ist, können die froh sein, dass überhaupt was kommt. Ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt, ich stelle mir irgendwo die Frage, wie dankbar man sein kann. Wo kommt der her? Ja, wie dankbar man sein kann für Content, der Steuerung C, Steuerung V aus Horizon 4 importiert wurde. Also, keine Ahnung. Und das ist ja so. Also, es ist ja jetzt nicht mal irgendwie der Fall, dass wir für die Fahrzeuge dann irgendwie neue Teile großartig bekommen, neue Performance-Kits oder was auch immer. Nee, das wird halt schief gehen, aber ist okay. Na, schade, ich dachte, rutscht vorbei. Ja, wie gesagt, die Fahrzeuge kriegen ja nicht mal irgendwie neue Anbauteile oder so. Das ist ja nicht mal der Fall. Neue Performance-Teile oder was auch immer. Das kriegen die ja alle nicht. Und deswegen tue ich mich halt auch schwer damit, das als monatlichen neuen Content wirklich anzusehen, wenn es halt eigentlich zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil, ich hatte da ja vor ein, zwei Monaten mal ein Video zu gemacht, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, irgendwie, was waren es, 66% irgendwas in dem Dreh, wenn das halt wirklich zu dem größten Teil einfach in Horizon 4 1:1 schon gewesen ist. Frontal geht halt nicht. Also Frontal geht, ist aber doof. Entweder du rammst den Mini weg oder ich werde dich nicht heilen. Das funktioniert nicht. Ach man. Ja, für solche Moves sind die Autos hier zu langsam. Mal einfach so sagen. Du könntest auch runterkommen und uns heilen. Na gut, dann nicht. Ich glaube, weil jedes Auto, das zu Horizon 4 zurückkommt, hätte zu Beginn des Spiels im Spiel sein können, die halten die Autos einfach nur so zurück. Verarschen uns damit, mir fehlt echt jedes Verständnis für Terror Games, zumal sie ja die ganzen Probleme vom Spiel auch nicht unter Kontrolle bekommen. Das ist halt einfach der weitere Punkt. Genau, das ist halt leider einfach der weitere Punkt. Also du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass die für so einen Ford Woody jetzt ein Jahr gebraucht haben, um an die Lizenz zu kommen. Das ist halt nicht der Fall. Der hätte halt auf jeden Fall schon von Anfang an drin sein können und das ist halt bisher noch nicht wahr. Naja, kannst du halt irgendwo nicht so wirklich
entschuldigen, außer durch, ja, wir wollten halt, ich dachte, überschlägt sich. Außer durch, ja, wir wollten halt neuen Content reinbringen. Obwohl es halt, wie gesagt, kein neuer Content ist. So, jetzt aber schnell. Aber vier sind es ja nur noch. Mein Gott, was nervst du mich denn jetzt? Erstmal Rob G, vielen Dank für deinen Resub in den 9. Monat. Dankeschön, vielen Dank. Und Ray, danke für deinen Raid, vielen, vielen Dank. Warte mal, der ist jetzt aber nicht reingekommen in dem Moment, wo ich gesagt habe, mein Gott, wann nervst du mich denn jetzt, oder? Wenn ja, dann warst du auf jeden Fall nicht gemeint. Das wäre super ungünstiges Timing. Ich hoffe, das war nicht der Fall. Wo alle all die rübergekommen sind. Ich bin gleich im Chat bei euch. Mich nervt nur dieser scheiß Mini hier gerade. Mann. So, jetzt haben wir drauf aufgegessen. Geht doch. Moin Justin, Candy Manny, Ringmatz, moin moin, alle rübergekommen sind. Justin, vielen Dank für den Resub in den 6. Monat. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Wie geht's euch? Wie war der Stream? Wie war die Playlist? Moin Ray Soul. Wir sind gerade in den Minispielen. In einem 6 gegen 4. Was sehr viel knapper ist, als es hätte sein können. Oder sein müssen, aber naja, funktioniert. Wir haben gewonnen. Also alles gut gemacht. Und Niklas Rego, danke für deinen Follow, vielen Dank. Moin Unterhausen so. Immer schön, sehr schön. War um der von Snoopy hat was Dinges geschrieben. Wir finden auch die kleinen Details, die wir zu Beginn des Spiels hatten. Es war Halloween und es gab nach meines Wissens keine entsprechende Deko wie Weihnachten oder Neujahr. Wie viele Kleinigkeiten, die mit den Spielproblemen den Spaß nehmen. Das war in Horizon 4 damals leider schon so. In Horizon 4 hatten wir auch zu Beginn des Jahres, oder zu Beginn des Spiels, besser gesagt, nicht Beginn des Jahres, zu Beginn des Spiels, hatten wir auch so kleine Themen, sag ich mal, immer wieder mal so. Ein paar Kleidungsstücke waren es damals, Weihnachten oder so. Das war ja auch nach ein paar Monaten weg. Also das habe ich mir leider schon fast gedacht, dass das in Horizon 5 wieder passieren wird. Ja, keine Ahnung. Es ist halt, wie es ist. Horizon 5 ist einfach... Naja. Oh Gott, ja, jetzt war ich da dumm, sorry. Wenn ich den anderen jetzt auch noch kriege, ist das dann ein Ace? Ist das das Horizon-Äquivalent von einem Ace? Hau ab, das ist meiner. Einfach ein Ace gemacht. So nämlich. Sechs gegen vier und ich mach's trotzdem alleine. Also nur noch zu dritt, auch gut. Ich hab doch viel infiziert. Ach, einer wurde wahrscheinlich geheilt. Auch gut. Man fragt sich ja schon, was Pianos den ganzen Tag macht, wenn gefühlt alles nur aus der Konserve kommt. Naja, also es ist... Ich sag's wie es ist, die zweite Expansion muss richtig knallen. Also das muss ein
richtig dickes Ding sein, was man nicht nur eine Woche spielt und dann in die Ecke wirft. Guck mal, die haben schon resigniert. Arbeiten die da überhaupt noch dran? Ist, ja. Also an Fable, ja, da auch. Aber das ist ja ein anderes Team. Also klar, da werden sich wahrscheinlich auch ein paar Leute... werden ein paar Leute von Forza abgezogen sein zu Fable rüber. Gehe ich mal von aus. Gerade sonst ein Grafikdesign oder so. Gehe ich mal schon davon aus. Das kann man ja gut kombinieren. Aber... ja, das ist jetzt halt nicht die Masse, sag ich mal. Ne, ich hoffe nicht, dass die zweite Expansion Lego wird. Ich glaube auch irgendwie nicht dran. Keine Ahnung. Also klar, es kann gut sein. Möglich ist es. Aber ich glaube nicht, dass sie zwei solche Kooperations-Expansions in einem Spiel machen. Halte ich irgendwie für sehr unwahrscheinlich. Moin, Plastikbombe. Ich bin ehrlich mittlerweile, ich habe keine Ahnung, was die zweite Expansion wird. Ich habe nicht mal eine Vermutung mittlerweile mehr. Aber... wie gesagt, also... bei dem Content, den Horizon 5 bekommt... bei den Bugfixes, die Horizon 5 nicht bekommt, bei dem, was an dem Spiel alles nicht passiert, wenn die alle an der zweiten Expansion arbeiten, dann muss das aber mit großem Abstand die größte Expansion werden, die je existiert hat. Also, da sehe ich aber gar kein anderes Szenario. Man weiß noch nicht, wann die zweite rauskommt. Also die Vermutung ist mit Serie 17. Das ist meine persönliche Vermutung. Ja, ich weiß, danke. Aber man weiß es, wie gesagt, noch nicht. Ne, da nur zur Erklärung. Es gab halt letzten Monat gab es einen Tom Tuesday. Wo als Teaser dran stand, für Serie 17 tatsächlich schon. Ja, da standen irgendwie so mega viele Sachen dran mit, ich glaube Release Date hatten sie daneben geschrieben und in Großbuchstaben mit ein paar Satzzeichen dahinter, what? Also, ich glaube schon, dass man zu Serie 17 mal, was ja auch vom Datum her irgendwo passen würde, dass man da mit der zweiten Expansion, mit der Ankündigung zumindest rechnen kann. Wie gesagt, nichts confirmed, nur meine Theorie. Serie 17, das waren ja in 3 Monaten. Also Februar. Und jetzt kommt ja Serie 14. Aber hey, ich musste auch vorhin nachgucken, ob wir gerade in Serie 13 oder 14 sind. Tja, war ich mir selber nicht sicher. S-Nike, danke für den Follow, vielen Dank. Oh Gott, moin Pathway. Ich habe immer noch Bock auf Forza Horizon 5. Wäre cool, wenn sie die Ranglisten resetten würden. Dann könnte ich einen Rekorder aufstellen. Solange ich driften kann, reicht mir das. Ich bin ehrlich, das mit den Ranglisten verstehe ich nicht, warum das so ein großes Problem sein soll. Also für die Community verstehe ich nicht, warum das so ein großes Problem sein soll. Dann ignoriert man halt die Leute, die Zeiten gecheatet haben. Ja, also man weiß ja, was realistisch möglich ist und was nicht. Da verstehe ich ja tatsächlich nicht, wieso das so ein Punkt ist, an dem sich immer wieder aufgehangen wird. Ich glaube, das ist noch so das Problem, wo ich sagen würde, das könnten sie als letztes beheben. Da sehe ich nur aber ganz andere Baustellen bei Horizon 5. Moin Frosty. Oh Gott, Wand.
ich erwarte gar nichts Gutes als DLC, dann werde ich sicher noch nicht enttäuscht. Also, sag mal so, ich hab für Horizon 5 auch nicht so viel erwartet, muss ich sagen. Ich meine, come on. Ich habe für das Ein-Jahres-Update nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Also, Playground Games schafft das. Die kriegen das hin. Und das kriegen sie konstant hin. Also wirklich, da muss man sagen, Consistency is key, ne? Immerhin, das schaffen sie. Rein ist eine Driftzone, ist ja kacke, weil ich an meine Punktzahl nicht rankommen kann, weil die Punktevergabe anders ist. Aber ja, ein geringes Problem, aber hey, wenn die Grafikbugs und das aufploppende Büsche weggepatcht wären, hätte ich nichts zu meckern. Ja. Also, ja, keine Ahnung, verstehe ich irgendwo. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist halt wirklich nur eine visuelle Sache irgendwo, keine Ahnung. Also auch da weißt du ja für dich, ob das jetzt eine gute Driftzone war oder nicht. Wie gesagt, da sehe ich doch ganz, ganz andere Baustellen. Test Drive macht hoffentlich alles besser. Nachdem wir zu Test Drive aktuell nichts wissen, außer es wird Fahrzeuge beinhalten und eine große Map, kann man zu Test Drive gar nichts sagen aktuell, ob das irgendwas besser oder schlechter machen wird. Das Einzige, was man aktuell faktisch sagen kann, ist, es wird irgendwann rauskommen. Ja, wobei, nicht mal das kannst du faktisch sagen. Vielleicht entscheiden sie sich nochmal um, weil sie merken, sie kriegen das Spiel nicht hin. Ich sag nicht, dass das realistisch ist, ich sag nur, dass es passieren kann. Diesen Unterschied. Weil dann nämlich doch mal so loben würde, nachdem er mich wieder geärgert hat. Hat. Nicht loben, wenn ich dich geärgert. Moment, die Nachricht verstehe ich jetzt nicht. Oh, der Mini klappt besser als erwartet. Ich dachte, ich habe viel zu wenig Power für die Meisterschaft, aber funktioniert doch ganz gut. Ich meine, gut, wir hätten noch ihn hier, aber ich glaube, mit Frontantrieb und Straßenreifen soll ich das nicht probieren. Jetzt mal so meine Vermutung. Aber die Frage ist jetzt, wollen wir noch weiter über Horizon 5 reden oder? Oder wollen wir nicht vielleicht mal über schöne, über gute Horizon-Titel reden, wie Horizon 4? Nachdem ja Horizon 4 aktuell das Thema der Serie ist. Van Andi, du hast gerade positive Vibes am Playroom geschenkt, nach dem ganzen Flaming. Das war der Joke. Wenn ich denen sage, dass sie konstant Scheiße fabrizieren, dann sind das nicht unbedingt positive Vibes. Man merkt einfach, du schreibst zu viel mit Daniel. Die Witze werden immer schlechter. Ich hatte schon. Grüße an Daniel an der Stelle. Ich freue mich jetzt schon auf die Nachricht. Der wird das irgendwie wieder rausfinden. Dann lieber Horizon 4. Ich glaube auch, bevor wir uns jetzt hier die Stimmung zu sehr runterziehen lassen von Horizon 5, sprechen wir doch mal über Horizon 4.
Ich muss es mir überlegen, habe ich Horizon 4 überhaupt viel gespielt? Ich glaube so 20, 30 Spielstunden hatte ich in dem Spiel, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Muss ich gleich mal nachschauen, wie viel das genau war. Ach, ist das Intro wohl, wenn man den Streamer-Modus aus hat, mit der Horizon 4 Intro-Mucke tatsächlich. Im Streamer-Modus ist es halt immer noch das Horizon 5 Lied. Moin Anton. Wie geht's dir? Genau, nach dem Rennen fangen wir mal an mit Horizon 4. Darüber mal ein bisschen zu quatschen. Ich glaube auch, da werden diesmal ein paar Leute mehr mitreden können als bei Horizon 3 und Horizon 2 und Horizon 1 die Wochen davor. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass hier gerade im Chat einige Leute sind, die auch mit Horizon 4 angefangen haben. Und die auch viel Horizon 4 gespielt haben tatsächlich. So, Chris zum Beispiel hat mit Horizon 4 damals angefangen. Ich glaube, über Horizon 4 ist sogar überhaupt der Kontakt erst zustande gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Olli hat, glaube ich, auch mit Horizon 4 angefangen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kann ich aber gerne berichtigt werden. Bei Memphis weiß es gerade gar nicht. Ob Memphis schon bei Horizon 3 damals am Start war, das kann gut sein. Memphis ist ja gefühlt schon immer überall. Also. Memphis hat auch die Französische Revolution dokumentiert damals. War gerade aus der Uni raus. Nicht aktiv. Aktiv wurde ich erst bei Horizon 4. Ah ja. Guck mal. Ja, war einige hier gerade, bei denen Horizon 4 der erste Titel waren. Und draußen so Zero Point Max. Moin erstmal. Justin auch. Mit Forza Motorsport 1 und Forza Horizon 1 angefangen. Okay, auch gut. Sehr gut. Also Fan der ersten Stunde quasi. In der Forza-Reihe allgemein. Janik auch mit Horizon 4 angefangen. Ein Kommentierer. Ebenfalls, also. Das spiegelt halt auch tatsächlich so. Ja, Snoopy auch. Das spiegelt halt auch so ein bisschen mein Gefühl wieder. Dass Horizon 4 wirklich so. Also Horizon 1, 2, 3 waren großartige Spiele, die auch echt gut angekommen sind. Aber Horizon 4 ist wirklich der krasse Erfolg der Horizon-Reihe, glaube ich. Der die Forza Horizon-Reihe halt wirklich ganz nach vorne geschossen hat. Nicht im Racing-Game-Markt, da waren sie vorher schon, sondern allgemein auf dem Videospielmarkt, könnte ich mir vorstellen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Ich muss mal. Wie viele Spielstunden habe ich in Horizon 4? Wie gesagt, ich meine, es waren so 30, 40, irgendwas in dem Dreh. Warte mal, lass ich mal gucken. Nee, da wollte ich nicht hin. Forza Horizon 4. Warte, muss ich kurz rechnen. Ja, so 2270 sind es dann gewesen. Also sag ich ja so. So 20 bis 40. Quasi kaum Spielzeit in Horizon 4. Richtig, warte mal. Wo ist denn OBS jetzt hin? Ne, bleib mal hier OBS. Ach, ich habe ja noch ein Rennen in der Meisterschaft.
Stimmt, da war ja was. Ja, Memphis, seit wann du Forza spielst? Das war der Gedanke. Motorsport 2 und Horizon 1. Oh, so lange schon? Krass. Okay. Ich habe aber die mittlerweile der wichtigsten und besten Menschen in meinem Leben durch die Community kennengelernt, vor allem Sammy und Multi. Und das ist halt schön zu hören einfach. Das ist einfach wirklich schön zu hören, dass die Community sich da halt... Dass da wirklich Freundschaften innerhalb der Community entstehen. Also vor allem halt über den Discord. Da, Ausrufezeichen Discord, wer da noch nicht drauf seid, gerne mal drauf joinen. Schamlose Eigenwerbung an der Stelle. Nee, aber ist ja wirklich so. Also, das ist halt immer so cool zu sehen. Immer wieder, definitiv. Also ja, ich glaube, man hat gerade schon ganz gut rausgehört, Horizon 4 ist der Titel, mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe. Bisher zumindest. Wie gesagt, 2200 Spielstunden. Das ist einiges. Klar, ein bisschen was ist jetzt im Nachhinein noch gekommen, durch die Special Series beispielsweise. Aber ich sag mal so, also so dramatisch wie es dann auch nicht. Also von den 2270 werde ich schon, denke ich, 2200 damals wirklich im Spiel verbracht haben, die 3 Jahre, die es aktuell war. Und... Es ist, würde ich immer noch sagen... Moin Bene. Es ist, würde ich immer noch sagen... Wenn ich das Ganze ein bisschen objektiver betrachte, der beste Horizon-Teil, der je existiert hat. Wenn ich ein bisschen subjektiver an die Sache rangehe, bin ich immer noch bei Horizon 2. Aber wenn ich da, wie gesagt, auf den Tag objektiver an die Nummer rangehe, dann ist da auf jeden Fall auch einfach Horizon 4 wahrscheinlich sogar sehr, sehr weit vorne. Horizon 4 ist ja auch der Titel, der mit Abstand am längsten supportet wurde insgesamt. Muss man sagen an der Stelle. Der Supporter, der erst 3 Monate vor Ende, glaube ich, aufgehört. 3, 4, irgendwas in dem Dreh. Und ich habe Horizon 4 auch nie wirklich pausiert gehabt. Muss ich sagen, also Horizon 4... ist der Titel, der einzige Horizon-Titel bisher, an dem ich immer Motivation hatte. Wo ich immer Bock drauf hatte, Videos zu machen, wo ich immer Bock drauf hatte, den zu spielen. Ich habe am Anfang halt von Horizon 4, habe ich halt noch ein bisschen viel Offscreen gespielt gehabt. Das habe ich ja mit Horizon 5 anders gemacht. Horizon 5 werfe ich Offscreen ja quasi nur an, wenn ich irgendwas für Videos vorbereite. Für mich privat habe ich Horizon 5, glaube ich, noch nie gespielt. Das war in Horizon 4 zu Beginn noch ein bisschen anders. Hat sich auch dann gewandelt irgendwann nach einem halben Jahr. Aber Horizon 4 wird natürlich auch immer einen sehr, sehr besonderen Platz in meinem Herzen auf jeden Fall halten. Weil nicht nur damit ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt habe über die Multiplayer-Folgen, über die Community-Stream beispielsweise auch, über diverse andere Projekte noch, sondern Horizon 4 ist ja... Es ist das erste Spiel, welches... Es ist das erste Projekt, welches 500 LP-Folgen erreicht hat. 530 waren es sogar. Horizon 5 wird da rankommen. Auf jeden Fall, Horizon 5 wird mehr haben. Außer das Spiel fuckt mich so ab, dass ich jetzt morgen sage, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Laden hier. Insgesamt waren es da, glaube ich, wie viel waren es? 900 Videos und Livestreams oder so zu dem Spiel. Und was war dann Horizon 4, aber... Also was mir damit am
am meisten einfach im Gedächtnis bleibt, ist einfach die Weiterentwicklung von mir, von meinem Kanal, von mir als ich. AJ Live, danke für den Follow, vielen Dank. Ob das jetzt einfach nur so, also nur in Anführungszeichen qualitative Sachen sind. Wie beispielsweise, ich habe die Videos ja am Anfang noch auf 1080p 30 FPS hochgeladen, irgendwann sind es ja dann 60 FPS geworden. So Sachen sind wie das Mikrofon, was sich dann ja geupgradet hat, oder ja auch einfach, dass ich halt sehr viel offener, sehr viel natürlicher auch einfach während dieses Projekts geworden bin. Man merkt halt einfach wirklich diese. Warte mal, sind das Straßen? Naja. Wenn ich jetzt so mir alte Forza Horizon Folgen anschaue, dann sehe ich halt einfach diese Entwicklung. Und das ist schön zu sehen, tatsächlich. Weil es halt auch meiner Meinung nach nur eine sehr positive Entwicklung ist. Also es gibt jetzt an Horizon 4 nichts, wo ich sagen würde, das habe ich früher besser gemacht. Gibt's tatsächlich nicht. Also, wenn ihr da was wisst, dann könnt ihr gerne raushauen. Der Name war doch am Anfang von Horizon 4 noch Arquest, oder täusche ich mich? Da täuscht du dich. Das habe ich in Horizon 3, glaube ich, schon. Also den Gamertag habe ich in Horizon 3, glaube ich, schon umbenannt. Weiß ich aber gerade nicht hundertprozentig. Den Kanal habe ich während Horizon 4 umbenannt. Andy Knight ist während Horizon 4 entstanden. Zu Beginn hieß der Kanal ja nur Andy. Wobei man da ja sagen muss, dass das nicht durch Horizon 4 passiert ist. Das ist ja durch Horizon, nicht durch Horizon, das ist durch F1 mehr oder weniger passiert. Arquest war in Horizon 4 noch, ah ja. Dann habe ich das aber sehr früh, glaube ich, geändert. Innerhalb des ersten Jahres definitiv. Andy Foto, nee, Andy Knight. Eine Automobile-Shantan-Folge mit dem Senna als Offroader würde diese Woche passen. Ja, wird es aber nicht geben, weil ich den Senna ja so in der Folge diese Woche schon ausfahren werde, also nächste Woche, und ich nicht den gleichen Wagen zweimal in Folge haben möchte. Also sehr ungerne, tatsächlich. Hilfe! Deswegen irgendwann machen wir das vielleicht, wobei ich den Senna eher als Drifter fühlen würde, tatsächlich. Das war verbremst, mein Freund. Nee, das war in den Chat geschaut. Ist ein Unterschied. Alleine wenn ich halt... Wenn ich jetzt halt wirklich mal... zurückdenke. Wir haben Horizon 4 damals angefangen. Da hatte der Kanal auf YouTube 500 Abonnenten oder so, wenn überhaupt. Ich hatte es mir damals rausgeschrieben gehabt, zur letzten Folge. Am Ende waren es dann 16.000, 17.000. Mittlerweile stehen wir jetzt kurz vor den 20.000. Das ist halt crazy einfach nur. Das ist wirklich einfach nur crazy, was Horizon 4... Was durch Horizon 4 passiert ist eigentlich. Das ist immer wieder verrückt, wenn man da so drüber nachdenkt, tatsächlich. Und ich meine, es ist ja so,
dass ich sowohl bei der letzten Singleplayer und bei der letzten Multiplayer-Folge bei beiden dieser Videos hatte ich ja Tränen in den Augen. Also klar, hat man nicht gesehen, logischerweise. Ich glaube, bei der Multiplayer-Folge hat man es gemerkt, bei der Singleplayer-Folge habe ich es, glaube ich, ganz gut verstecken können. Ich glaube, alleine das ist ein Statement, was Horizon 4 für mich wirklich für eine Bedeutung hat, einfach dieses Spiel. Das ist halt, das ist krass. Weil das hatte ich noch nie bei dem Spiel. Noch nie. Dass der Nachfolger rauskommt und ich an dem alten Spiel nachweine, das ist noch nie passiert. Das wird mit Horizon 5 auch nicht passieren, das sage ich euch. Damit mein Statement in der letzten Multiplayer-Folge sein, ja okay, tschüss. Aus rein. Bitte mach ein Foto. Ja, du. Okay, du hast ja recht hier, gerade mit dem Rauch. Also du kannst auch sagen, wenn du ein neues Wallpaper haben willst. Das kriegen wir hin. Aber du hast Horizon 5 doch selber, also da verstehe ich jetzt wirklich nicht. Was meinst du, Dankes? Verstehe ich gar nicht. Freudentränen zum Ende von Horizon 5, ja. So ungefähr. Ey, ganz ehrlich, alleine, dass ich da wirklich am Dienstag nach der Multiplayer-Folge mir die Hände vor den Kopf gepackt habe und einfach nur gesagt habe, ein Jahr haben wir geschafft. Also, ja. Ist auch ein Statement. Aber kein gutes. Du musst dich halt einfach genauer ausdrücken. Hilfe. Karma. Naja, ich kann einfach zurückspulen und nichts ist passiert. Moin Marco. Das Ding ist tatsächlich, dass ich mich gerade sehr schwer tue, viel zu Horizon 4 zu sagen. Weil es halt einfach gefühlt noch nicht so lange her ist, dass ich wirklich viel dazu gesagt habe. Moin Norbert. Das ist halt gerade so ein bisschen mein Knackpunkt. Ich fühle mich halt so, als egal was ich jetzt sagen würde, ich würde einfach alles wiederholen, weil ich ja, ne, ich habe ja gerade erst wieder zur Singleplayer-Folge in Horizon 4 aufgenommen. Das ist ja gerade mal ein paar Wochen her, ne, ne. Das ist ein Jahr mittlerweile. Ei, ei, ei. Warum tut er denn sowas? Naja, warum nicht? Weißt du, ich verstehe Chris halt nicht. Chris sagt, ich soll ein Foto machen. Ich mache ein Foto, ist es wieder nicht richtig, ne? Das ist einfach. Kann sie nichts richtig machen. Da kann sie einfach nichts richtig machen. Das ist krass. Du bist beim letzten Nachtduell dabei und Scott Tyler liegt beim Meetup auf. Oh Gott, nein. Und hängt gefühlt ja auch noch
Irgendwie mitten in Forza Horizon 4, ja. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Also, wir kriegen das hin. Der ist irgendwie ein bisschen weird, der Mann. Ich sag's, wie es ist. Ja, komm, Abfahrt. Let's go rein da. Ja, das Traurige ist halt, dass wir bei Horizon 5 mit dem Multiplayer gefühlt noch gar nicht angefangen haben. Das ist noch so mit die traurigste Sache eigentlich. So, einmal durch hier. Der Napier macht das schon. Drehmoment ist am Start. Reifen nicht. Brauchen wir nicht. Drehmoment reicht uns. Edinburgh Shopping Tour. Das war so eine bescheuerte Folge damals. Das war so bescheuert, aber es war so witzig einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das im Kollektiv beschlossen haben. Einfach mal wirklich so mit Tempo 20 durch die Stadt zu fahren. Das Ding ist, in Horizon 5 klappt das nicht, weil du hast ja keine Gehwege. Kannst ja in Guanajuato nicht so wirklich machen. Aber in Horizon 4, ey, sind ja auch teilweise die Cops einfach an uns vorbeigefahren. Das war so gut einfach. Ich hatte ehrlich damit gerechnet, dass die Zuschauer, also ihr, uns echt dafür auseinandernehmt, dass wir das gemacht haben, weil die Folge so unspannend war, aber ich fand das genauso witzig, deswegen, das war dann ganz geil. Ich weiß, bei euch waren die Aufnahmen immer stressig, aber Safety AP ist und bleibt das ganze CVR-Format. Zum Zuschauen glaube ich das auf jeden Fall. Zum Zuschauen bin ich da wahrscheinlich dabei, dass das da das beste Format sein wird. Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe mir, ich glaube, keine Horizon 4 Multiplayer-Folge angeschaut in voller Länge. Weil logischerweise ich war dabei, was soll ich mir die angucken? Deswegen bin ich da halt in einer anderen Perspektive. Aber klar, beim Zuschauen, da kriegst du ja eigentlich nur die Sachen mit, die halt funktionieren, so. Alles, was halt mittendrin passiert, dann wird ja rausgeschnitten für euch. Und alles, was im Nachhinein danach besprechen und so passiert, das hat man ja damals gar nicht mitbekommen. Ich sag mal so, wenn Safety IP so funktioniert hätte, wie wir uns das vorgestellt haben, Wall Racer, dann wäre das auch zum Aufnehmen ein sehr, sehr geiles Format gewesen. Das Ding ist halt nur, dass halt, es musste eine Sache schief gehen und die komplette Stage und damit halt schon, ja, bis zu ein Sechstel der Folge war für den Arsch. Das ist halt das Schwierige gewesen. Also ich glaube, wir hatten mit Ausnahme der allerletzten VIP-Folge hatten wir keine einzige, wo wir danach mit einem zufriedenen Gefühl rausgegangen sind. Die letzte VIP-Folge war wirklich so das Paradebeispiel für, so soll es eigentlich funktionieren. Die Corps haben gut gespielt, ich habe allein die Limo fast fertig gemacht, beziehungsweise technisch gesehen habe ich die Limo alleine festgenommen, ich habe nur gesagt, na komm, waren gerade so 10 Sekunden, fahren wir weiter. Und genauso soll es doch laufen. Nee, also wirklich, also komplett ohne Ironie und Sarkasmus, das war wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt von allen, muss man sagen. Und klar, es wäre sehr geil, VIP in Horizon umzusetzen. Aber das ist halt genauso wie Most Wanted einfach unmöglich. Das kann man halt aktuell de facto
nicht machen. Das ist schade, ja. Ja, wir können auch nichts tun. Die beste Safety-VIP-Folge war die mit dem Unimog. Den ist Lukas damals, glaube ich, gefahren, also 370Z. Ich weiß gar nicht mehr, was bin ich denn da gefahren? Ich glaube, ich war Scout, aber das Ding ist, das kann ja alles sein, was ich dann gefahren bin. Aber was ist denn so euer Lieblingsmoment aus Horizon 4 von den Multiplayer-Folgen? Wir beschränken uns einmal auf die Multiplayer-Folgen. Aber warte mal, nee, doch, ist schon der richtige. Ja, ist gut. Warte mal, wo ist denn hin? Ah, da drüben. Muss man sich für Amos Wanted immer an die Szene denken, wo du bei der Verfolgung nach hinten schaust und der Zug die Cops alle mitgenommen hat. Ja, das war... Da saß ich in Musilago, glaube ich. Musilago oder Aventador? Flacher vor 12 Lambo war es auf jeden Fall. Das war ein sehr, sehr geiles Ding auf jeden Fall. Es sind halt so Momente einfach, die kannst du skripten, die würden niemals funktionieren. Das kann nur in der Folge so entstehen. Da muss ich da gesagt haben. In Erinnerung bleiben mir in den Multiplayer-Folgen die Flügen an den Brücken vorbei. Nee, ich habe die Brücken auch immer ziemlich sicher getroffen. Also wenn ich links aus dem Fenster geguckt habe. Habe ich sie immer gesehen. Warte mal, da komme ich gar nicht durch, oder? Also ja, da sowieso nicht. Aber auch hier glaube ich nicht. Ja, das ist ein Problem. Fuck. Ja, ich fahre... Oh Gott, jetzt weiß ich auch, was die Route vorher war. Für den Wegbereiter. Die war ganz anders. Oh Gott, nee, das werde ich glaube ich so nicht schaffen, oder? Acht. Also eine Minute noch. Komm, dann kriegen wir hin. Das kriegen wir nicht hin. Die Offroad-Desetter und die 5 Sekunden Offroad-Verfolgung, weil der Racer direkt am Start die Klippe runter ist. Boah, ich kann mich noch an die 25 Minuten Verfolgung in CVR Offroad erinnern, wo ich den Testarossa gefahren bin. Das war eine der letzten Multiplayer-Folgen. Das war... Ich glaube, das war die beste Runde, die ich je abgeliefert habe. Cool, danke. Im Gesamt-CVR. Das war ein richtig, richtig krasses Highlight. War das ein PS-Club? Ne, das war kein PS-Club. Das war eine Lost-In-Folge, war das, glaube ich. Mich hat sich alles täuscht. Weiß ich aber gerade nicht hundertprozentig, tatsächlich. Diese vorher alle Formate und Duelle fand ich immer die besten. Die erste Folge mit dem Spiel fand ich auch eigentlich immer lustig. Die Most Wanted-Folge, wo die Cops nicht mehr wussten, was du fährst. Welche von den sieben? Das ist nicht nur einmal passiert. Der goldene Piper ist ja dabei auch ein Highlight. Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht immer tatsächlich. Weißt du, wir haben den Stadion in Horizon 5 und können es nicht nutzen für Izzet dabei. Ist das traurig. Ich
Bonnie Fake nach MSI zu fahren und dann noch Richtung Festival fährt und in Lambo und Camaro ins Haus crashen. Und dann gibt's noch eine Schlacht. Das war, ich glaube, die erste Multiplayer-Folge, die 2020 erschienen ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder eine, nee, ich glaube, es war 2020. Das war auch die Most Wanted-Folge, wo du alle Cops abschüttelst, in denen du die Häuser immer angefahren bist und alles zugestellt haben und nachher nur ein oder zwei Cops anjahrtest. Oh ja. Ja. Das war auch noch der Präsident am Ende, der an mir dran war. Da weiß ich ja gar nicht mehr, was ich da gefahren bin. In welchem Wagen ich da gesessen bin, das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht mehr. Doch mal auf mit den Wegbereitern. Wo gehen da hin? Da unten. Okay. Ja, 2019 gedreht. Ja, aber ich habe gesagt, die erste, die 2020 erschienen ist. Gott. Ja, Nobel oder Celine war halt einfach auf allen Ebenen legendär. Grüße an Vince an der Stelle. Ich glaube sogar, ich bin den Nobel nicht einmal in CVM Most Wanted ausgefahren. Mein Gott, ey. Ja, ist doch mal gut jetzt. Dann rot oder grau oder pink, ja ey. Also. Ich meine, dass man sich an den Modellen vertut, schlimm genug, dass man sich an der Farbe vertut. Und halt nicht irgendwie, ja, der war eigentlich grau und der hat halt gesagt, der ist schwarz, sondern der war rot. Also das verstehe ich bis heute nicht, wie das passiert ist, aber hey, ich muss nur drüber lachen, ja. Das ist meine Aufgabe in der Konstellation. Das ist halt... Es war schon eine sehr geile Zeit, Horizon 4. Es war eine sehr, sehr geile Zeit, Mord Ossin. In der Nacht sind alle Katzen grau, aber ich bin ja kein Jaguar gefahren. Das muss jetzt noch sein, oder? Vielleicht auch eh nicht, oder? Wie viel brauche ich am Ende? 12, super. Ich brauche, glaube ich, einen anderen Weg runter vom Berg. Nur mit der Farbe hatten wir auch noch kurz danach mit Razer 40, ja. Wo die Leute mir nicht so ganz zuhören wollten, welche Farbe der hat. Wobei, nicht die Leute, das war auch wieder Vince. Jetzt wieder nicht gezählt, der Anfang. Och Mann. Ich arbeite in einem Hotel und lasse nebenbei immer eure CVM Most Wanted Folgen laufen, besser als Musik hören. Ja, hoffentlich aber auf dem großen Fernseher in der Lobby, damit es auch alle mitbekommen. Das ist ja gutes Entertainment dann. Habe ich noch? Easy. Okay, das war jetzt schon mal deutlich schneller.
Na Quatsch, Vince wird nicht gemobbt. Es sind halt einfach legendäre Momente gewesen. Die damals so entstanden sind, muss man einfach sagen. So, er hat auf jeden Fall laut genug, um es auf Etage 3 zu hören. Super. Genau so muss es sein. Nee, das ist nicht Juggernaut. Juggernaut fängt ja auf dem Vulkan oben an. Oh komm, diesmal. Ja, da sieht doch besser aus. Der ist einfach 15, 18 Sekunden schneller. Sehr gut. Aber da war hier TVA ist 1. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie viel? 102. Oh, das könnte ich schaffen. Ich glaube, ich muss halt einen Stock Zebera fahren, oder? Nee, ich kann auch einen Griffith fahren. Ich glaube, der ist die bessere Wahl. 120.000 Punkte wären trotzdem hart. Aber mal schauen. 5,0 Liter V8. Heckantrieb. Und Anti-Night am Steuer. Das ist doch immer eine gute Kombi, habe ich gehört. Und wenn sie nicht auf die Idee kommen, uns das mit dem Dreirad machen zu lassen, das ist allerdings richtig, ja. Ja, doch, ich glaube, die 120.000 schaffen wir. Ist so eine Theorie. Also wird eng. Bin ich auch noch nicht ausgefahren im LP. Mann, Mann, Mann. Bin ich auch in den Horizon. Doch, in Horizon 4 bin ich, glaube ich, gefahren. Ja, doch, ich meine schon. Nicht in Horizon Phoenix sogar im Sportwagen-Duell damals gefahren? Weiß es gar nicht. Ich glaube, in irgendeinem Duell bin ich nochmal gefahren. Instagram teilt mir gerade mit, dass ich eine Insta-Story gemacht habe. Tja, hast du nicht mitbekommen, Chris, dass du eine Story gemacht hast? Mann, Mann, Mann. Weniger seltsam wird die Blitzerzone beim Irrlicht, wenn man sie in einem Jeep namens Willy durchbricht. Was für eine Blitzerzone willst du? Also ein Jeep habe ich. Aber warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Ich erinnere mich. Der war total super. Das war die Nummer, wo Lea und ich gesagt haben, wir bauen uns mal gegenseitig ein Auto aus, was sich wie die letzte Scheiße fährt. Eieiei. Das wird eine lustige Nummer. So, Blitzerzone beim Irrlicht. Was willst du für ein Irrlicht?
Also einfach ein AM-Auto. Nee, nee, das ist kein Aston Martin. Flugplatz, Rio, Dola, grüne Hügel, Furt, El Gancho, Riveria, Gareta, Camino, Klippen, Rio, Ladera, Felsige Hügel, Ringstraße, Punto, Lusrenin, Desierto, Cordillera, Estevel, Serpren, Verpas, Subida, Silica, Costa, Punto, Sanchito, Suba. Wie ist denn der originale Wortlaut? Der hat doch bestimmt gerade irgendjemand schon wieder da, oder? Ah, Irrlicht war eine Attacke in Pokémon, aber ich glaube, die hilft mir gerade nicht. Siehe oben. Ah ja. The Airfield Speed Zone. Wie kommt ihr von Airfield Speed Zone auf Irrlicht? Was hat denn ein Airfield mit Irrlicht zu tun, Playground Games? Das ist noch nicht mal ein Übersetzungsfehler, das ist aber ein anderes Wort. Hier kaputt, ne? Ich gehe hier kaputt an diesem Spiel. Sag's, wie es ist. Wasser trinken, danke. Ich sage ja, lass das Game auf Englisch. Nein, weil dann habe ich 27 Kommentare unter jeder Folge. Warum ich das Spiel dann auf Englisch habe. Wäre gut für den Algorithmus. Ich weiß gar nicht mehr, was der damals aufgebaut hat. Na, guck mal, fällt sie doch gar nicht so schlecht. Ja, guck mal, geht doch. Also Lena, ich sehe da ein Horizon 5 Comeback. Jetzt zur Hölle nicht euer Ernst, Playground Games, oder? Das ist jetzt zur Hölle nicht euer Ernst. Tweet gerade eben. Oder was heißt gerade eben? Okay, vor 50 Minuten. Pardon, vor 50 Minuten. Vom Forza Support. We've identified an issue in Forza Horizon 5 where the new Horizon Origin story will continue to prompt the player to pin the story to the map even after it has been completed. Also der Bug, dass wenn ihr das Spiel startet und ihr immer auf die Map geworfen wird, um die Horizon Story auszuwählen, das haben die jetzt nach 3 Wochen auch mal gecheckt, dass das existiert. Die setzen echt immer wieder nochmal einen drauf, ne? Die setzen immer wieder noch einen einzigen oben drauf. Die denken sich, komm, ein bisschen geht noch. Wir können das Messer noch ein bisschen drehen. So, warte mal, Player kommt sich gern durch. Also ich habe euch ja wenigstens zugetraut, dass das Ding hinter der Rampe steht.
Ich dachte. Ich dachte, die würde zumindest hier hinterstehen. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Oh Gott, ey. Ich will ein Interview mit Mike Brown. Bitte, ich... Wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann ein Interview mit Mike Brown, ey, wirklich. Wenn ich das aufnehmen darf, wird das das entertainendste Video, was auf der gesamten Plattform existiert. Ohne Scheiß. Tierra Propesa. Ja, wo ist denn der, wo ist der Propeller? So, brauchen wir einen Senna. So. Wo ist der Propeller? Die Gardinen hier. Na gut, wo ist das Ding jetzt? Okay, es ist, ich sehe auf jeden Fall schon mal eine Tafel. Also so falsch kann man ja nicht sein. Mehr als Nein sagen können sie auf der Anfrage nicht. Die würden sich halt meinen Kanal angucken und sich denken, oh Gott, nicht der. Ne, ich dachte schon, das wäre da hinten. Der nächste ist ein P-Schild. Ich weiß. Habe ich gesehen. Ja, okay, komm. Weil ich ja so gemein zu Chris heute war, komm. Fahren wir schnell rüber zum EP-Schild. Warte mal, wo ist es? Wohin rein? Kann ich aber durchfahren? Ah ja. Und weil Chris ja unbedingt wollte, dass ich ein Foto mache. So. Zufrieden. Und Flo. Da ist noch eine Tafel, jetzt sind wir bei 4, glaube ich. War die 5 noch hier irgendwo oder will ich noch weiterfahren? Ja, ich glaube, ich muss noch weiterfahren. Ne. So, warte mal, ich würde jetzt aber einfach mal auch schätzen. Dass Festival sich eher hier auf der Straße befindet, oder? Könnte das sein? Ne, warte mal, hier sind zumindest keine Tafeln mehr, also wird das wohl doch nicht richtig sein. Die Tafeln gehen ja nicht immer in Richtung... Richtung des Festivals. Ist aber hier? Kann ja eigentlich auch nicht sein. Ja, mein Gott. Dann müssen wir kurz die Stromleitung kappen. Super. Das wird doch nicht in der Stadt stehen. Die Tafeln geht auch hier nicht lang. Das kann doch hier rüber gehen, das kann auch da runter gehen.
Ja, Dirtwick kann auch sein. Dirtwick ist auch möglich auf jeden Fall. Guck mal, hier ist eine Tafel. Also so 11 von 10 falsch kann das gar nicht sein. Hier sind es auch wieder keine mehr. Ah, hier ist wieder eine. Ja, da würde ich sehen, wenn es da wäre. Ja, was steht auf dem Schild? Gonzales, ich habe Gonzola gelesen. Ah, also zumindest Tafeln sammeln wir. Immerhin. Das kann ja noch. Kann ja schon da unten rausgehen. Ist auch noch möglich. Hier sind keine Bonustafeln mehr. Warte mal, das heißt, wir hatten hier Bonustafeln, wir hatten hier Bonustafeln, wir haben hier in dem Gebiet Bonustafeln, logischerweise. Wir waren es doch auf dem Schotterweg. Ja, mal kurz sich hier reinporten. Nee, tatsächlich nicht. Der Schotterweg ist so. Kurz. Das könnte halt hier das Areal sein. Also hier würde mich wundern, tatsächlich. Vielleicht hier drüben, je nachdem, wie weit das Gebiet halt geht. Kann halt auch hier sein. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nee. Das sind Gewächshäuser. Ja, du bist das Horizon Street Festival, glaube ich. Oder? Warte mal, war das? Ich hab's verloren. Wo sind die? Doch, auf jeden Fall, weil da ist das Autobahnkreuz. Da ist das Autobahnkreuz und das hat das Horizon Street Festival. Ist das du? Nee. Ja gut, also. Hier noch einen anderen Ort, von dem aus ich irgendwas sehe. Hier bin ich noch relativ weit oben. Kann ich da runter gucken, oder? Ja. So weit hinten dran kann es ja nicht sein.
Das da hinten ist ja da ganz im Süden der Map. Auch nicht. Da ist ein Baum jetzt natürlich. Ah! Habe gefunden! Jetzt muss ich nur noch wissen, welcher Winkel das war. Da durch die Bäume durch und geradeaus. Das ist das Stadion! Nevermind. Ja, aber warte mal. Wir haben hier Tafeln, wir haben hier Tafeln. Wir haben hier Tafeln. Die Tafel geht aber nicht hier weiter. Also, kann er noch auf der Straße hier sein? Das wäre halt so. Das würde das Gebiet halt noch irgendwo verbinden. Wenn das hier die Straße noch hier hochgehen würde, dann so irgendwie. Das wäre noch so das Einzige, was ich irgendwie verstehen könnte. Na guck mal, hier ist auch noch eine Tafel. Dann ist die Idee vielleicht gar nicht so 10 von 10 schlecht. Hier links runterfahren. Hoffen wir mal, dass wir hier auch wieder eine Tafel sehen. Ja, okay, doch. Dann ist der Gedanke richtig. Dann haben wir doch die eine Straße da unten. Ja, guck mal. Mein Gott, ey. Da muss ich jetzt aber auch mal ganz ehrlich sagen. Also hier oben ist das Gebiet eingezeichnet, hier unten ist das Festival. Naja, Playhouse Games. Naja. Okay, aber das ist auch wieder gut getroffen, finde ich. Da mit der Barriere und so. Das ist cool, auf jeden Fall. Das sieht nice aus. Oh ja, 11 von 10 überbelichtet. Boah. Ja, Reset. Dass man aus diesem Winkel das Steuer übernommen hat vom Sender. 4 Jahre. Wo rennt sie hier die Zeit? Schneesportsocken. Ja, das hätte auch gar nicht zur Weihnachtsplaylist gepasst. Individuelles Horizon Open Dirt Rennveranstaltung. Und Eliminator haben wir noch. Ja, also wir haben alles geschafft heute. Habe ich gehört. Ich glaube, wir sind damit dann tatsächlich für heute durch. Kann man an der Stelle sagen. Ja, also. Ich habe jetzt auf die Sache habe ich jetzt ehrlicherweise keine Lust. Definitiv. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei allen Leuten, die mit dabei waren. Irgendwie dem Dank für den Raid nochmal. Danke für die Follows heute, für die Resubs. Irgendwie dem Dank für den Support an der Stelle. Danke allen im Chat, allen Lurker, an die Moderatoren, Moderatorinnen.
Gesondert natürlich. Ich werde morgen da sein. Da werden wir uns WRC Generations anschauen. Also ein neues Projekt auf Twitch hier. Ein neues Spiel. Ist heute erst rausgekommen. Deswegen, da werden wir morgen reingucken. Ansonsten wird Sonntag wahrscheinlich noch einen Stream geben. Montag werden wir noch ein neues Projekt anfangen mit Sonic Frontiers. Und ja, morgen wird es natürlich eine Horizon 5 Singleplayer-Folge geben. Das auf jeden Fall. Ich schicke euch zu Lena rüber, die gerade ein ACC-Turnier macht, soweit ich weiß. Das heißt, da gibt es jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen seriösere Renn-Action. Lasst ihr definitiv viele liebe Grüße da. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend an der Stelle. Und ja, wie gesagt, bei Lena viel Liebe, schöne Grüße da lassen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Servus.